dass man hier nicht Biomüll einladen kann, sondern nur in den Biomülllaster. So, das Wetter scheint sich zu verschlechtern. Wird wahrscheinlich gleich regnen. So, jetzt haben wir schon 9 Tonnen geleert. 8 auf der Wachturmstraße und eine auf der Königinstraße. Und 2 Tonnen haben wir schon eingesammelt. Geht halt bei so kleinen Mülltonnen nicht so schnell. So, komm zurück. Es geht weiter zur nächsten Tonne und dann holen wir den deinen Kollegen wieder ab und dann könnt ihr zusammen weiter Tonnen leeren. So, einmal hier in die Einfahrt einigermaßen reinfahren. So, und dann gucken wir doch mal, wo haben wir so da? Da steht so die Tonne. Fahren wir am besten rückwärts. Sehr elegant hier reingefahren und wunderbar hingestellt. Oh, das ist nur bewölkt und es fängt doch nicht an zu regnen. Haben die Kollegen schon geleert? Ne, die sind gleich da. Okay. Also so wie es jetzt vom Sound ist, sollte es, glaube ich, so wie ich es mir jetzt nach der letzten Aufnahme auch nochmal angehört habe, eigentlich ziemlich gut sein. Ihr sollt mich gut verstehen, die Musik ist nicht zu laut und auch von anderen Lautstärken, also von der Effektlautstärke, dass ihr hier halt dieses Anheben von der Plattform und so weiter hört. Und da haben wir 5.782 für 9.251 Kilo Müll bekommen. 5.700 Euro ungefähr für etwas mehr als 9 Tonnen Müll. Vom Shutting-Fleckchen war das jetzt, ja. So. Also vom Sound her sollte es okay sein, finde ich. Ach, guckt mal, das Wetter ist wieder besser geworden. Es hat gar nicht geregnet, sondern es war nur bewölkt. Genau, und wie gesagt, vom Sound her sollte es jetzt auch besser sein. Die Musik sollte nicht zu laut sein und ihr solltet jetzt meine Stimme gut verstehen und auch hier vom Motorsound ein bisschen was hören und auch hier, wenn die Plattformen angehoben werden und so weiter. So, jetzt kommt er hergelaufen, wunderbar. Müssen wir einmal drehen und dann irgendwie gucken, wie wir das machen. Wir können die Karte hier auch ausblenden. Das war der Pfosten. So, 23% haben wir schon erreicht. Aber das wird mit den ganzen Fahrten heute nicht reichen für Stufe 7. Und Stufe 8 ist ja dann schon die Stufe, wo wir das Recyclingzentrum freischalten können. Sehr gut. So, ich würde sagen, wir fahren jetzt von hier oben da wieder runter. Weil das Recyclingzentrum brauchen wir ja dringend, damit wir auch Papiermüll und Plastikmüll leeren können, beziehungsweise wegbringen können. Gut, der Autopilot kann es auch irgendwie zur Mülldeponie bringen, aber wir können das nicht machen. Und deswegen haben wir ja das rausgenommen mit dem Plastikmüllleerung. So, da ist die nächste Tonne. Dann einmal holen. Mittlerweile haben wir schon 12 Uhr. Also hier im Spiel. Und einmal hoch damit. Also irgendwie haben sich ja auch trotzdem, obwohl wir die Leerung für Plastikmüll ja weggemacht haben, haben sich trotzdem hier, seht ihr bei der Routenlizenz, ist trotzdem hier die Plastikmüllmenge auf den ganzen Routen angestiegen. Wobei es eigentlich, ich finde, der Plastikmüll nicht so schnell, Plastikmüllmenge nicht so schnell ansteigt wie die Restmüllmenge. Aber das war jetzt nur mal so, wir haben es ja nur ganz kurz gemacht mit dem Plastikmüll. Müssen wir dann mal längerfristig beobachten, wenn wir das mit Plastikmüll mal länger machen, um dann genau entscheiden zu können, wann wir Plastikmüll leeren. So, die nächste Tonne ist hier vorne links, da steht sie. Dann schnapp sie dir einmal. Also der Arbeiter hier auf der linken Seite, der steht hier immer auf der linken Plattform und der hier auf der rechten Seite auf der rechten Plattform. Achso, ja. Einmal herkommen bitte. Und
dann fahren wir am besten da vorne links und dann irgendwie da runter in die Königinstraße rein. Genau. Im Moment sind wir ja auch auf der Königinstraße. So. Die Tonne ist geleert. Und einmal weg damit. Ah, die Kollegen kehren jetzt auch langsam zur Basis zurück. Ja. Da unten fahren sie, jetzt sind sie zurück bei der Basis. Also am meisten, finde ich, rentieren sich zwei Arbeiter, wenn man zwei Mülltonnen beziehungsweise zwei Container nebeneinander stehen hat. Ach, guckt mal da, und jetzt haben wir schon 81.000. Also wie gesagt, wie ich es vorhin gesagt habe, dass wir hier beim Fahren dieser Routen, beim Abfahren dieser Routen auf jeden Fall mehr als 80.000 wahrscheinlich verdienen werden. Und da haben wir jetzt schon mehr als 80.000. Das sind ja noch immerhin zwei Routen, die wir noch fahren. Und noch die, wo wir gerade unterwegs sind. Also zwei Routen, wo wir noch gar nicht angefangen haben. Und auf zwei Routen sind wir ja im Moment unterwegs. Also wie gesagt, ich finde irgendwie, dass sich die zwei Arbeiter am meisten lohnen, wenn man irgendwie zwei Tonnen nebeneinander stehen hat oder zwei Container. Am meisten lohnt sich natürlich bei zwei Tonnen, weil zwei Tonnen parallel hier geleert werden können. Beim Container muss halt immer gewartet werden, bis der nächste Container geleert ist. Und da lohnt es sich halt hier wirklich ganz schön, finde ich, zwei Arbeiter zu haben bei zwei Containern beziehungsweise zwei Tonnen. Oder man fährt halt immer so vor, wie wir es jetzt gerade gemacht haben. So, und der andere kann hoffentlich herkommen. Ja. Oder zwei Arbeiter lohnen sich auch bei Tonnen natürlich, wenn hier die ziemlich nah zusammenstehen. Der eine zu der Tonne, der andere zu der Tonne gehen kann. So. Da ist er. Also einmal linke Plattform anheben. Und dann fahren wir jetzt davor, dann rechts und dann wieder links. Und einmal gucken, ob sie leer ist. Und weg damit. Das erste Mal, dass wir wieder mal geguckt haben, ob die Tonne leer ist. Können wir den anderen schon mit... Ne, der ist noch unterwegs sozusagen. Den werben wir dann auf die entweder Akademieberg oder 24. Straße. Also die Strecke Akademieberg fahre ich lieber als die 24. Straße. Wir haben bei beiden ja 2 Tonnen. Wobei, wir könnten nochmal die 24. Straße fahren. Die sind wir ja nie richtig gefahren. Machen wir das mal. Und schicken dann den Autopiloten auf den Akademieberg, genau. Also wir haben schon wieder ordentlich Geld verdient, finde ich. Müssen wir mal gucken, in was wir das als nächstes investieren. Ob wir das dann hier am ehesten wahrscheinlich in Biomülltonnen investieren oder ob wir uns erstmal so eine Müllplatzlizenz jetzt kaufen. Könnten wir eigentlich, oder machen wir das erst mit der Müllplatzlizenz. Also wir können eigentlich nicht beides machen, weil wir brauchen 40.000, wahrscheinlich ungefähr 60.000, um das mit dem Biomüll zu machen. Wir brauchen ja nicht unbedingt die Biogasanlage, wir haben ja die Verbrennungsanlage. Wobei, das könnten wir eigentlich ausprobieren, ob wir den Restmüll hier direkt zur Verbrennungsanlage bringen können. Wobei, das geht aber wahrscheinlich nicht. Glaube ich jetzt nicht. So. Aber wir können es einfach mal ausprobieren, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass es gehen wird. So. Und einmal zurück. Also ich glaube, die Biogasanlage ist wirklich nicht zwingend notwendig, wenn man die Verbrennungsanlage hat für den Biomüll. Weil man ja auch da, wenn ich das richtig verstanden habe, an der Verbrennungsanlage den Biomüll abladen kann. Das wollte ich sagen. Genau, also wenn wir jetzt mit dem Biomüll anfangen, schätze ich mal so, dass wir ungefähr 60.000 Euro dafür ausgeben werden. Einmal 42.000 für das Müllauto, dann nochmal zwei Arbeiter und dann natürlich die Tonnen. Das ist natürlich auch nicht ganz günstig bei 6 Routen, die wir jetzt schon haben. Naja, müssen wir mal gucken.
vielleicht verdienen wir auch so viel, dass wir mit dem Müllplatz auch gleichzeitig wie mit dem Biomülltonnen anfangen können. Schauen wir mal. Ist jetzt nur die Frage, was wir dann zuerst machen. Aber das entscheiden wir dann, würde ich sagen, wenn wir hier alle Tonnen geleert haben. Sind die eigentlich mittlerweile irgendwie... Nee. Okay. Da vorne haben wir 2 Tonnen, da können beide Arbeiter gleichzeitig los. Sollte zumindest funktionieren, wir sind ja ziemlich nah an beiden dran. Genau, du gehst zu der und du zu der. Und dann bitte einmal zum Müllauto. Und wenn die halt jetzt wirklich so stehen, die Tonnen, wenn die immer so stehen würden, dann lohnt es sich hier auf jeden Fall mit den 2 Arbeitern. Weil der eine dann zu der Tonne, der andere zu der Tonne gehen kann. Weg mit der Tonne und dann würde ich sagen, drehen wir hier irgendwie am besten darüber in die Einfahrt und fahren dann zurück zu den 3 Tonnen, die uns noch fehlen. Ach, und lasst uns einfach, wir probieren es einfach mal aus, ob das funktioniert, dass man den Müll direkt zur Verbrennungsanlage bringen kann. Oder ob der erst zur Deponie muss und dann mit dem Mullenkipper zur Verbrennungsanlage soll. Soll, genau. So, beide bitte hinten aufsteigen. Bei 90.000 können wir bestimmt auch noch gut kommen. Aber ob wir 100.000 noch mit der Route jetzt mit den restlichen Fahrten noch erreichen, das wird knapp. Bisschen zu spät gebremst, aber jetzt sind wir rum. Wunderbar. So, die Ampel ist grün, die kriegen wir noch. Und da vorne haben wir 3 Tonnen nah beieinander stehen. Eine ist sogar in der Einbahnstraße, wo wir nicht rein dürfen, ne? Ja. So, dann du bitte gerade mal. Ah, wunderbar. So, und so machen wir das. Einer wird wahrscheinlich hier reingehen. Oder nach da. Gucken wir mal. Und, wohin geht er? Nach da, okay. So, dann einmal Mülltonne ausleeren. Wieder zurückbringen, bitte. So, der andere hat die Tonne auch erreicht. Bringt sie also her. So, hinten aufsteigen, dann fahren wir ein Stück vor. Dann kannst du dann zu der Tonne gehen. So. Einmal hier angehalten. Und bitteschön, das Fahrzeug ist zurück. Wunderbar, dann noch einmal los mit euch. Und zwar fahrt ihr jetzt zum Akademieberg und bringt das Ganze auch zur Hochlandhöhle. Viel Spaß, los geht's. So, einmal ausleeren bitte und du bringst die andere Tonne bitte her. So, wieder weg damit und dann noch die letzte Mülltonne auf der Route und dann haben wir es geschafft. Dann haben wir auch die letzte Tonne auf der Königinstraße geleert. Hier wirklich wunderbar kombiniert, finde ich, mit der Wachturmstraße. Hier unten kann man ja auch noch eine gute Lizenz, glaube ich, kaufen, hier unten rum. Also man kann hier, glaube ich, von fast allen Straßen, halt von den Straßen wahrscheinlich, wo Müll entsteht, kann man hier überall Routenlizenzen kaufen. Bitte her und dann fahren wir gleich los zur Verbrennungsanlage und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Da steigt er auf, so. Und du jetzt auch noch bitte, komm hinten drauf. Ne, wobei, du müsst ja gar nicht hinten aufsteigen. Wieso denn auch? Weil die sind ja hier eh fertig, da bringt es ja nichts mehr. Dann kann auch gleich der Apparat hinten angehoben werden. Und wir fahren dann zur Deponie. So, und Action! Geben wir Gas, da geht's hoch. Und wir fahren los. Nicht Deponie, Verbrennungsanlage.